und willkommen zu unserer neuen Lektion, die Familie. Das ist meine Familie. Das bin ich. Das ist mein Vater. Das ist meine Tochter. Das ist meine Mutter. Das ist mein Mann. Das ist mein Sohn Josef. Und das ist mein Sohn Jakob. Sortieren wir die Wörter nach ihrem Artikel. Der und die. Vater, der Vater. Tochter, die Tochter. Mann, der Mann. Mutter, die Mutter. Sohn, der Sohn. Aha. Männer sind also mit dem Artikel der und Frauen mit dem Artikel die. Aha, das ist sehr schön. Wer ist das? Das ist ein Junge. Der Junge. Klar, Junge, das ist ein Mann, das ist Artikel der. Klar, das ist richtig. Und wer ist das? Das ist ein Mädchen. Mädchen? Ja, klar, das ist eine Frau, also muss es die sein. Aber die, das wird doch eine. Wir erinnern uns. Feminin, die, eine. Aber hier steht ein Mädchen. Dann ist es nicht feminin. Es muss maskulin oder neutrum sein. Der oder das. Das ist ein Mädchen. Das Mädchen. Mädchen ist neutrum. Mit dem Artikel das. Das, 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 das. Nicht die. Das. Leider ist es also nicht ganz so leicht. Männer der, Frauen die. Nein, leider nicht. Es ist aber auch nicht so sehr schwer. Es gibt nämlich keine Regel. Das heißt, am besten ist es, wenn man das einfach immer mit den Wörtern lernt. Wir haben also einmal das grammatikalische Genus, maskulin, feminin und neutrum. Und auf der anderen Seite haben wir das biologische Genus, also Männer, Frauen, irgendwas ohne Geschlecht. Aber das hat mit dem grammatikalischen Genus nichts zu tun.
Ja, das können wir ganz einfach vergessen. Wichtig ist, dass wir diese Wörter, sobald wir sie neu lernen, immer zusammen mit dem Artikel lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich helfe euch aber auch damit. Das heißt, ich bereite für euch immer Wortkarten vor. Die könnt ihr ganz einfach ausdrucken und dann ausschneiden. Und dann habt ihr so wunderschöne Vokabelkarten. Damit könnt ihr die Wörter gut lernen. Da ist der Artikel auch immer farbig markiert. Oder, wenn ihr keinen Drucker habt, könnt ihr auch euch ganz einfach die Wörter selber schreiben, die Wortkarten selber basteln. Da einfach auf eine kleine Karte auf der einen Seite das deutsche Wort schreiben. Bitte den Artikel mit Farbe. Und auf der Rückseite könnt ihr einfach das Wort in eurer Sprache schreiben. Zum Beispiel Al-Ab, der Vater. Genau, das ist eine ganz gute Methode, um Vokabeln zu lernen. Oder ihr schaut euch das Video an. Ich mache für alle Wörter bei jeder Lektion zu jedem Thema auch ein extra Video, in dem nur die Wörter vorkommen. Oder ihr spielt gerne und habt Lust auf die Spielchen, die ich auch für euch zu jeder Lektion bereitstelle. Genau. Es ist nicht so schwer. Das wird auf jeden Fall schon ganz gut, wenn ihr von Anfang an immer schön darauf achtet, die Wörter zusammen mit dem Artikel zu lernen. Und die Farben helfen euch auch, das zu erinnern. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Lernen und danke fürs Zusehen. Tschüss!